Ja, sitze bequem auf deinem Kissen oder auf deiner Matte oder auf einer sonstigen Unterlage. Stell dich dabei ein auf die heutige therapeutische Yogastunde. Für den ganzen Körper werden wir heute praktizieren und den Vollmond mit hinein, den Neumond mit hineinnehmen. Heute ist Neumond. Du schließt die Augen, beobachtest, wie dein Atem kommt und geht. Spürst einen aufrechten Rücken, entspannst die Schultern, kommst wirklich ganz in deiner Sitzposition an. Lässt einfach den Atem kommen und gehen, wie er von selbst fließt. Und dann wiederhole im Geiste die folgende Affirmation. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Dann atme ein. Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahavirya Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Komm jetzt auf dem Rücken zum Liegen in Shavasana Position. Lege deine Beine hüftgelenkbreit auseinander, lass die Zehen nach außen fallen, die Füße nach außen fallen. Deine Arme sind vom Körper etwas entfernt. Die Handflächen nach oben, deine Schultern sinken in die Matte hinein. Dein Kopf liegt in der Mitte. Du löst die Zähne voneinander, nimmst die Zunge vom Gaumen und nimmst jetzt erstmal ein paar tiefe Atemzüge. Atme tief in Bauch und Brustkorb ein und wieder aus. Tief einatmen und wieder aus.
Noch einmal tief einatmen. Und wieder ausatmen. Dann lass den Atem kommen und gehen, wie er von selber fließt. Und spüre dich in deinen Körper mit mir gemeinsam hinein. Spür deine Füße und deine Beine. Entspanne deine Füße und deine Beine. Spür dein Becken, dein Gesäß und deine Hüften. Entspanne dein Becken, Gesäß und die Hüften. Spüre deinen Rücken, entspanne deinen Rücken. Spüre deinen Bauch und deinen Brustkorb. Entspanne deinen Bauch und deinen Brustkorb. Spüre deine Hände und deine Arme. Entspanne deine Hände und deine Arme. Spüre deine Schultern und deinen Nacken. Entspanne deine Schultern und deinen Nacken. Spüre deinen Kopf und dein Gesicht. Entspanne deinen Kopf und dein Gesicht. Spüre deinen ganzen Körper von den Zehenspitzen bis zum Scheitel. Dein ganzer Körper ist entspannt. Dein Geist ist ruhig. Ich lade dich ein zu einer Affirmation. Wiederhole im Geiste. Ich überlasse mich der Erde und erhalte neue Kraft durch Entspannung. Ich überlasse mich der Erde und erhalte neue Kraft durch Entspannung. Ich überlasse mich der Erde und erhalte neue Kraft durch Entspannung. Beginne jetzt tief in Bauch und Brustkorb ein- und auszuatmen. Atme tief in den Bauch und in den Brustkorb ein, zwei, drei, vier. Und genauso tief wieder aus, zwei, drei, vier. Atme in den Rhythmus 3 bis 4 Takte ein, Bauch und Brustkorb wird weit. Und 3 bis 4 Takte aus, Brustkorb und Bauch sinkt wieder ein. Lass dich so weiteratmen, 3 bis 4 Takte ein, ganz tief. Und 3 bis 4 Takte aus, genauso tief. Ein, zwei, drei, vier. Aus, zwei, drei, vier. Und stell dich gleichzeitig auf Bewegung ein. Wenn du das nächste Mal so tief einatmest, nimm die Arme hinter den Kopf, zieh sie in die Länge, streck die Arme lang
Und mit der Ausatmung schließ die Beine und dann zieh dich, streck dich, reckel dich. Mit der nächsten Ausatmung löst die Dehnung auf, bring die Arme nach unten zurück neben den Körper. Stell dann mit der Einatmung deinen rechten Fuß auf die Matte und zieh mit der Ausatmung dein rechtes Knie zu dir ran. Dein Bein ist ganz locker und du kreist mit dem rechten Fuß im Fußgelenk und wechselst die Richtung. Mit der nächsten tiefen Einatmung flex beide Füße. Mit der nächsten tiefen Ausatmung bring Stirn, Nase oder Kinn und das rechte Knie zueinander und lass dich tief weiteratmen. Mit der Einatmung leg den Oberkörper wieder ab. Mit der Ausatmung stell deinen rechten Fuß ab. Und leg dann die Arme in Schulterhöhe zur Seite. Mit der nächsten Einatmung zieh dein Becken ein bisschen nach rechts. Stell jetzt den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel und gib die linke Hand ans rechte Knie. Der Ausatmung bring dein rechtes Knie nach links in Richtung Boden und blicke nach rechts. Lass die rechte Schulter den rechten Arm zurück in die Matte sinken. Genieß die Drehung und atme tief ein und aus. Der nächsten Einatmung rollst du zurück auf den Rücken, stellst den Fuß ab, schiebst dein Becken wieder in die Mitte zurück und streckst dann mit der Ausatmung dein rechtes Bein aus. Spürst nach. Kannst die Arme neben den Körper zurücklegen. Einatmen, bring deinen linken Fuß auf die Matte und ausatmen, zieh dein linkes Bein zu dir ran, lass das Bein ganz locker. Kreise mit dem linken Fuß im Fußgelenk, atme tief. Wechsel die Richtung. Und mit der Einatmung flex beide Füße. Mit der tiefen Ausatmung bring Stirn, Nase oder Kinn und linkes Knie zueinander und lass dich tief weiteratmen. Mit der Einatmung leg den Oberkörper ab. Mit der Ausatmung stell den linken Fuß ab. Gib die Arme wieder in Schulterhöhe zur Seite und heb mit der Einatmung dein Becken nach links. Stell dann deinen linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel und gib die rechte Hand ans linke Knie. Deiner nächsten tiefen Ausatmung ziehst du dein linkes Knie nach rechts in Richtung Boden und blickst nach links. Die linke Schulter, linker Arm sinken zurück in die Matte. Atme tief weiter, genieß die Drehung. Der nächsten Einatmung lass dich zurück auf den Rücken rollen, stell den linken Fuß ab, schieb dein Becken zurück in die Mitte. Mit der Ausatmung streck dein linkes Bein aus und gib die Arme wieder nach unten neben deinen Körper. Spür, wie du entspannst. Atme tief ein und aus. Der nächsten Einatmung stell die Füße wieder auf die Matte. Mit der Ausatmung zieh beide Knie zu dir ran. Beginne jetzt deine Knie im Uhrzeigersinn zu kreisen. Die Beine sind ganz entspannt, die Hände kreisen die Knie und lassen die
Kreise größer werden. Du spürst hier in deinen unteren Rücken hinein und du atmest 3 bis 4 Takte ein und 3 bis 4 Takte aus. Kannst vielleicht auch die Atmung mit den Kreisen verbinden. Wenn du die Beine zu dir ranziehst, atmest du aus. Und wenn du sie von dir wegschiebst, atmest du ein. Einen Halbkreis einatmen und den anderen Halbkreis ausatmen. Und wenn die Knie das nächste Mal am Körper sind, wechselst du die Richtung. Spür in dich hinein und atme tief. Und lass die Kreise jetzt kleiner werden, bis du in der Mitte ankommst. Dann ziehst du deine Beine nochmal nah an den Körper dran, stellst die Füße ab, lässt die Knie zueinander fallen, spürst kurz nach. Und dann zieh deine Knie wieder zu dir ran. Lass dich von einer Seite zur anderen hin und her rollen über den ganzen Rücken. Und der Kopf dreht jeweils in die Richtung, wo auch deine Beine hindrehen. Und dann komm auch über eine Seite hoch zum Sitzen. Setz dich auf dein Kissen für Pranayama. Mach's dir bequem. Richte dich auf im Rücken. Und lass die Schultern sinken. Gib deine Hände bequem auf die Oberschenkel. Und dann praktiziere mit mir gemeinsam 2 Runden Kapalabhati und danach die Wechselatmung. Atme erstmal tief in den Bauch ein und wieder tief aus. Dann atme bequem ein und beginne. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, ham, so, 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 ham, 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 ham. Mach weiter in dem Rhythmus, du ziehst kraftvoll die Bauchdecke mit der Ausatmung nach innen. Die Einatmung kommt von alleine. Aus, ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Die Lippen sind dabei geschlossen, atmest nur durch die Nase. Ham, 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 ham. Ham, atmest aus, wirst ganz, ganz leer und ziehst die Bauchdecke nach innen oben. Hältst dann den Atem mit geleerter Lunge an. Und jetzt löse die Bauchdecke, richte dich tief einatmend auf. Ausatmend, entspann dich in den Sitz hinein. Und atme bequem ein, halte den Atem, solange du bequem halten kannst. Und bring deine Aufmerksamkeit in den Bauchraum, visualisiere dort eine strahlende Sonne.
Wiederhole im Geiste die Affirmation: Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, atme jetzt aus. Dann wieder tief in den Bauch ein und tief aus dem Bauch aus. Bequem einatmen, zweite Runde. Aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, 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 ham, 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 ham. Atmen wieder aus, werde ganz, ganz leer, Bauch zieht nach innen oben, du hältst den Atem mit leerer Lunge an. Löse die Bauchdecke, lass dich tief einatmen und streck die Wirbelsäule. Lass dich genauso tief ausatmen und entspann in den Sitz hinein, entspann die Schultern, den Nacken. Atme jetzt bequem ein und halte den Atem wieder an, solange du bequem halten kannst. Spür in dich hinein und wiederhole gleichzeitig die Affirmation: Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, atme jetzt aus. Und dann bequem weiteratmen, spüre nach. Kapalabhati schenkt dir Energie und stärkt dein Zwerchfell. Stärkt auch dein Immunsystem, denn es erhöht den Sauerstoffgehalt im Blut. Und dann stell dich auf die Wechselatmung ein. Du kannst deinen Sitz nochmal optimieren, wenn du magst. Wenn du gut sitzt, dann bring deine linke Hand ins Chin Mudra, Zeigefinger, Daumenspitze berühren sich und du legst die linke Hand bequem auf dem linken Bein ab, Handfläche nach oben oder nach unten. Die rechte Hand ins Vishnu Mudra, du klappst den Zeigefinger und den Mittelfinger ein. Den Daumen brauchst du gleich für die rechte Nasenseite, den Ringfinger für die linke Nasenseite. Und leg den Arm schon mal bequem hier am Oberkörper an. Atme durch beide Nasenhälften nochmal tief ein und auch tief aus. Atme nochmal durch beide Nasenhälften ein und aus. Verschließe mit dem Daumen die rechte Nasenseite und atme links tief und zügig ein. Verschließe beide Nasenhälften und halte den Atem an. Der Rhythmus ist 4, 16, 8. Wenn du Probleme hast, atme in deinem eigenen Rhythmus. Rechts ausatmen, du kannst zum Beispiel auch länger ausatmen oder kürzer ausatmen. Rechts einatmen, tief und zügig,
den Atem halten. Wenn dir also die Atemhaltephase zu lange erscheint, dann kürze sie für dich entsprechend ab. Links ausatmen. Links einatmen, tief und zügig. Nase schließen, Atem halten. Entspann dich in die Sitzposition hinein, aber halte den Rücken aufrecht. Rechts ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Rechts wieder einatmen, tief und zügig. Die Nase schließen, den Atem halten. Stell dir jetzt in deiner Stirn einen leuchtenden Punkt vor. Links ausatmen. Links einatmen, tief und zügig. Lass den Punkt in der Stirn leuchten. Halte den Atem. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit in deiner Stirnmitte. Du kannst so tun, als würdest du mit geschlossenen Augen nach oben blicken, in die Stirnmitte hinein. Rechts ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Rechts wieder einatmen, tief und zügig, kraftvoll. Die Nase schließen, den Atem anhalten. Mit Konzentration in deiner Stirn. Dort entsteht ein leuchtend strahlender Punkt. Links ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Achtsamkeit in deiner Stirn. Links einatmen, tief und zügig. Nase schließen, Atem halten. Rechts ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Rechts wieder einatmen, tief und zügig. Die Nase schließt, den Atem halten. Dein Konzentrationspunkt ist dein Stirnchakra. Spüre dorthin. Links ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Links wieder einatmen, tief und zügig, letzte Runde. Die Nase schließen, den Atem halten. Rechts ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Rechts einatmen, tief und zügig. Den Atem anhalten. Und links ausatmen, ein letztes Mal. Wenn du alles ausgeatmet hast, lass den rechten Arm sinken und spüre nach. Du hast 5 Runden Wechselatmung praktiziert. Wechselatmung beruhigt den Geist, harmonisiert deine linke und rechte Körperhälfte. Dein Yin und Yang und reinigt die Energiekanäle, die Nadis. Lass den Atem jetzt wieder 3 bis 4 Takte tief ein- und ausströmen.
Und wenn du diesen gleichmäßigen Atemrhythmus wieder gefunden hast, dann öffne deine Augen und komm in den Vierfußstand. Nimm alles zur Seite, was du nicht brauchst. Bring deine Hände, ich gehe so her, die Hände unter die Schultern, fächer die Finger weit auf und deine Knie unter die Hüften. Und dann roll dich im Rhythmus der Atmung auf und ab. Ausatmen, Katze. Einatmen, Kuh. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, Hohlrücken. Werde ganz geschmeidig und weich. Genieße dein Auf- und Abrollen. Wenn du das nächste Mal einatmest, komm in einen geraden Rücken. Mit der Ausatmung stellst du die Zehen auf und ziehst gleichzeitig den Bauchnabel nach innen. Mit der Einatmung hebst du die Knie 1-2 cm vom Boden ab. Bleibst hier. Lass dich weiter atmen. Mit der nächsten Ausatmung komm in den herab. Schauen und rund. Die Knie bleiben hier leicht gebeugt. Mit der Einatmung kommst du in den Vierfußstand. Mit der Ausatmung in die Kindstellung. Stirn zum Boden, Arme lang, aber entspannt. Mit der nächsten Einatmung komm wieder in den Vierfußstand. Mit der Ausatmung Bauchnabel nach innen, Zehen aufstellen. Einatmen, Knie 1-2 cm anheben. Ausatmen, herabschauender Hund, Knie leicht gebeugt. Lass dich in jeder Stellung auch weiter atmen. Mit der nächsten Einatmung Vierfußstand. Ausatmen, Kindstellung. Arme entspannt, aber lang. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, Bauchnabel nach innen. Einatmen, Knie anheben. Weiteratmen. Ausatmen, herab. Schauender Hund. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, Kindstellung. Einatmen, Vierfußstand. Und ausatmen, bring jetzt erst einen Fuß und dann den anderen Fuß vor zwischen deine Hände. Tauch ein in eine schöne stehende Vorbeuge über deine gebeugten Knie. Lass einfach den Kopf, die Arme, die Schultern hängen. Dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf zum Stehen. Du stehst jetzt dann im vorderen Drittel deiner Matte. Dein Gewicht auf den Fersen, groß und klein, Zehballen. Die Füße sind hüftgelenkbreit geöffnet. Gewicht auf Fersen, groß und klein, Zehballen. Die Knie entspannt, der Rücken lang.
die Schultern tief. Du stehst in Tadasana. Dein Atem tief und gleichmäßig. Der Bauchnabel ist sanft nach innen aktiviert. Du genießt Tadasana in Vorbereitung für den Sonnengruß. Mit dem Sonnengruß lässt du gleich deinen Atem fließen, so wie er für dich bequem fließt. Oder du atmest in dem Rhythmus, den ich dir gleich ansagen werde. Ein- und ausatmen, die Hände in Namaste-Haltung. Einatmen, die Arme hoch und die Schultern nach hinten. Ausatmen, beug die Knie, tauch ein in die Vorbeuge. Hände sind neben den Füßen. Und mit der Einatmung bringst du dein rechtes Bein nach hinten und mit der Ausatmung dein linkes dazu. Du kommst im Stütz an. Halte im Stütz. Ausatmen, setzt die Knie ab. Einatmen, Hohlrücken. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, gerader Rücken, Zehen aufstellen. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, rechter und linker Fuß nach vorne, zwischen die Hände in die Vorbeuge tauchen. Und einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel auf. Ausatmen, roll die Schultern ab. Ein- und ausatmen, Namaste. Einatmen, Arme hoch, die Schultern zurück. Ausatmen, Knie gebeugt, tauch ein in die Vorbeuge. Einatmen, bring dein linkes Bein nach hinten. Ausatmen, Ausfallschritt. Einatmen, rechtes dazu und halt im Stütz. Ausatmen, Knie zum Boden. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, linker und rechter Fuß zwischen die Hände in die Vorbeuge tauchen. Und mit der Einatmung roll dich auf. Ein- und ausatmen, Namaste. Einatmen, nach oben, Schultern zurück. Ausatmen, Knie gebeugt, tauch ein in die Vorbeuge. Du bewegst dich frei und leicht. Vollkommen frei und leicht. Einatmen, rechtes Bein. Ausatmen, Ausfallschritt. Einatmen, Stütz und halten. Ausatmen, Knie zum Boden. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, herabschauender Hund. Ich bewege mich vollkommen frei und leicht. Einatmen, Vierfußstand. Ausatmen, rechter und linker Fuß in die Vorbeuge tauchen. Einatmen, roll dich auf. Ausatmen, Tadasana. Ich bewege mich vollkommen frei und leicht. Ein- und ausatmen, Namaste. Einatmen, die Arme hoch, die Schultern zurück. Ausatmen, gebeugte Knie in die Vorbeuge tauchen. Ich bewege mich vollkommen frei und leicht. Einatmen, linkes Bein. Ausatmen, Ausfallschritt. Einatmen, in den Stütz kommen und halten. Ausatmen, Vierfußstand. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen, gerader Rücken. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Vierfußstand.
ausatmen, linker und rechter Fuß, tauch ein in die Vorbeuge und mit der Einatmung roll dich auf. Gut, stell dich auf eine etwas andere Variante ein. Ein- und ausatmen, Namaste. Ich bewege mich frei und leicht. Einatmen, die Schultern, die Arme hoch, die Schultern zurück. Ausatmen, Knie gebeugt, tauch ein in die Vorbeuge. Einatmen, rechtes Bein weit zurückgeben. Und dann gibt es linke Bein gleich dazu und halte im Stütz. Und jetzt mit der Ausatmung bring Knie, Brust und Kinn oder Stirn zur Matte. Und mit der Einatmung schlängel dich in die Cobra. Ausatmung über die Knie wieder in den herabschauenden Hund kommen. Einatmen, rechter Fuß nach vorne zur rechten Hand. Ausatmen, links dazu, tauch ein in die Vorbeuge. Einatmen, roll dich auf. Ausatmen, Tadasana. Ich bewege mich vollkommen frei und leicht. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, zurück. Ausatmen, Knie gebeugt, Vorbeuge. Einatmen, linkes Bein. Und bring das rechte Bein gleich dazu in den Stütz. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links nach vorne. Ausatmen, rechts dazu, Vorbeuge. Einatmen, roll dich auf zum Stehen. Ausatmen, Tadasana. Noch eine Runde. Du bewegst dich frei und leicht. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben zurück. Ausatmen, Knie gebeugt, Vorbeuge. Einatmen, rechtes Bein und links dazu in den Stütz kommen und halten. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn ablegen. Einatmen, in die Cobra schwingen. Ausatmen, über die Knie in den herabschauenden Hund kommen. Einatmen, rechter Fuß nach vorne. Ausatmen, links dazu, Vorbeuge. Einatmen, aufrollen. Ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein, nach oben, Schultern zurück. Ausatmen, Knie gebeugt in die Vorbeuge. Einatmen, dein linkes und dein rechtes Bein in den Stütz bringen. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn oder Stirn. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links nach vorne. Und ausatmen, rechts dazu, Vorbeuge. Einatmen, roll dich auf. Und ausatmen, spür in Tadasana nach. Lass den Atem ruhig werden. Steh entspannt. Spür, wie dein Atem kommt und geht. Stell dich dann auf ein paar Schulter-Nackenübungen ein. Du kannst gerne die Augen öffnen oder auch geschlossen lassen. Mit der Einatmung zieh die Schultern hoch zu den Ohren, spür die Anspannung und mit der Ausatmung lass sie einfach fallen. Einatmen, Schultern hoch zu den Ohren, Anspannung wahrnehmen, ausatmen, fallen lassen. Nochmal einatmen, hoch zu den Ohren, Anspannung spüren, ausatmen, fallen lassen.
Und dann kreise mit den Schultern. Einatmen, vor und hoch, ausatmen, nach hinten und nach unten ziehen. Einatmen, vor und hoch, ausatmen, nach hinten, unten. Und dann wechsel mal die Richtung, andersrum kreisen. Spüre den Unterschied, was fühlt sich besser an? Und kreise nochmal von vorne nach hinten. Und dann entspanne. Lass die Schultern sinken, lass die Arme ein bisschen vor und zurück pendeln. Und dann lass auch das los. Schließ die Augen, spüre nach. Dann lass den Kopf zur linken Schulter sinken und spür die Dehnung in der rechten Seite. Mit der Einatmung heb den Kopf zur Mitte, mit der Ausatmung lass den Kopf zur anderen Seite sinken, nach rechts. Und spür die Dehnung in der linken Seite. Mit der Einatmung hebt den Kopf wieder zur Mitte. Und dann lass mit der Ausatmung den Kopf mal nach vorne sinken. Spür die Dehnung im Nacken. Mit der Einatmung hebt den Kopf wieder an und mit der Ausatmung sinkt der Kopf nach hinten. Mit der Einatmung hebt den Kopf wieder an und spüre nach, ob es jetzt noch irgendwelche Bewegungen braucht für dich, wie auch immer du jetzt noch den Kopf gerne bewegen magst, in welche Richtung soll er noch hin. Und dann beende auch deine individuellen Bewegungen, bring den Kopf wieder in die Mitte. Nimm einen tiefen Ein- und Ausatemzug. Und dann stehe fest auf beiden Füßen für die Palme, etwa hüftgelenkbreit geöffnet, in den Knien entspannt. Mit der Einatmung zieh die Arme über die Seite hoch, greif die Finger so ineinander, Zeigefinger zeigen nach oben und die anderen Finger greifen ineinander. Dann atme nochmal aus und mit der Einatmung zieh dich nach rechts und mit der Ausatmung zur Mitte. Mit der nächsten Einatmung zieh dich nach links. Mit der Ausatmung zur Mitte und wiederhole das zu jeder Seite. Einatmen, zur Seite neigen. Ausatmen, nach oben ziehen. Einatmen, zur Seite neigen. Ausatmen, nach oben ziehen. Noch ein letztes Mal. Wenn du in der Mitte wieder angekommen bist, zieh dich nochmal mit der Einatmung in die Länge. Und mit der Ausatmung gib die Arme über die Seite nach hinten unten, greif die Finger ineinander hinter deinem Rücken, zieh die Schulterblätter zueinander, heb dein Brustbein, atme tief ein. Mit der Ausatmung beuge dich nach vorne, zieh deine Hände weg vom Körper. Und dann lass mit der nächsten Ausatmung die Hände nach unten sinken.
in die Vorbeuge. Und dann steig zurück mit deinen Füßen in den herabschauenden Hund, beug die Knie leicht, mach den Rücken schön lang, lass die Schultern los, lass den Kopf los, die Hände sind gut aktiv und du atmest ganz tief ein und aus. Kommst mit der nächsten Einatmung in den Vierfußstand und mit der Ausatmung in die Bauchentspannungslage. Du formst dein Kissen mit deinen Händen und Armen. Kannst Stirn oder Wange drauf ablegen. Die großen Zehen berühren sich, die Fersen sinken nach außen. Du entspannst in der Bauchlage. Wiederhole im Geiste die Affirmation. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Dann stell dich auf die Kobra ein. Für die Kobra streckst du die Beine hüftgelenkbreit nach hinten aus. Du legst die Stirn auf der Matte ab oder auch dein Kinn. Ziehst die Hände eng an den Brustkorb unterhalb der Schultern, die Ellbogen ganz eng. Und ohne den Kopf zu heben, roll mal die Schulterblätter zueinander und weg von den Ohren und spür, was passiert. Dann aktiviere dein Becken nach vorne in die Matte hinein und zieh den Bauchnabel nach innen. Und mit deiner nächsten Einatmung hebst du dich in die kleine Kobra, hebst den Kopf, die Schultern, den Brustkorb an, atme tief ein und aus. Und alle deine Gedanken sind heil und gesund. Alle meine Gedanken sind heil und gesund. Die Beine sind aktiv, die Füße drücken in die Matte hinein. Dein Schambein schiebt nach vorne. Der Bauchnabel nach innen. Alle meine Gedanken sind heil und gesund. Mit der nächsten Ausatmung gleite zurück in die Bauchentspannungslage. Dein Kopf landet wieder auf den Händen. Die großen Zehen berühren sich. Die Fersen sinken nach außen. Und du entspannst. Entspannst in der Bauchlage. Lässt vollkommen los. Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Stell dich jetzt auf Shalabhasana, die Heuschrecke, ein. Die Heuschrecke, streckst du die Beine lang nach hinten aus und die Füße berühren sich jetzt. Dann legst du wieder die Stirn auf der Matte ab oder auch das Kinn und gibst die Arme der Länge nach hinten. Die Handflächen berühren den Boden, die Arme sind eng am Körper, die Ellbogen sind leicht gebeugt. Du ziehst die Schulterblätter zueinander und schiebst dein Schambein in die Matte hinein und den Bauchnabel nach innen.
Nimm tiefe Atemzüge. Und mit deiner nächsten tiefen Einatmung hebt dein rechtes gestrecktes Bein lang nach hinten oben an. Mit der Ausatmung legst wieder ab. Mit der Einatmung hebt dein linkes gestrecktes Bein lang nach hinten oben an. Mit der Ausatmung legst wieder ab. Und mit der Einatmung versuche beide Beine anzuheben. Wenn das zu schwer ist, dann hebst du immer abwechselnd weiter ein Bein hoch und das andere bleibt liegen. Meine Gedanken sind heil und gesund. Meine Gedanken sind heil und gesund. Du bist voller Kraft und Energie. Mit der Ausatmung komm zurück in die Bauchentspannungslage. Die großen Zehen berühren sich, Fersen fallen nach außen. Deine Hände sind unter der Stirn oder unter der Wange. Und du lässt jetzt und ganz bewusst alle Belastungen los. Und dann stell dich auf Bewegung ein. Wenn du soweit bist, komm mit der Einatmung in den Vierfußstand. Und mit der Ausatmung tauche in die Kindposition. Dein Gesäß kommt auf die Fersen. Die Stirn zum Boden, die Arme nach hinten. Oder du gibst die Hände oder Fäuste unter deine Stirn. Ich lasse jetzt ganz bewusst alle Belastungen los und lass mich führen von meiner inneren Stille. Der nächsten Einatmung roll dich Wirbel für Wirbel auf, komm auf den Fersen zum Sitzen und setz dich dann neben den Füßen ab, gib die Beine nach vorne. Für den Drehsitz streckst du die Beine lang aus, ziehst dein Sitzfleisch zur Seite. Wenn du gerne auf einem Hilfsmittel sitzt, dann greif dir dein Hilfsmittel jetzt. Achte aber darauf, dass du gleichmäßig mit deinem Gewicht auf beiden Gesäßhälften sitzt und dass du gerade sitzt, fest verwurzelt. Und dann schieb die Beine ein bisschen nach rechts. Und stell dein rechtes Bein über dein linkes Bein ab. Verwurzel den rechten Fuß und flex den linken Fuß. Zieh dich am angewinkelten Knie aufrecht und lass die Schultern sinken. Mit der Einatmung hebst du den rechten Arm und ohne dich zu drehen, gibst du die rechte Hand nach hinten nah ans Gesäß. Dann atmest du auf. Mit der Ausatmung kommt die Hand nach hinten, genau. Mit der Einatmung streckst du dich nochmal und mit der Ausatmung drehst du dich dann nach rechts zu deinem angewinkelten Bein. Kannst über die rechte Schulter zurückblicken, bleibst ganz aufrecht, hebst dein Brustbein, atme tief ein und aus. Lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los.
der nächsten Einatmung, heb den rechten Arm, dreh dich mit der Ausatmung nach vorne und ein wenig weiter nach links, Gegendrehung und dann wieder zur Mitte. Dann streckst du beide Beine wieder aus, schiebst beide Beine nach links. Und stellst deinen linken Fuß auf der anderen Seite vom rechten Bein auf. Verwurzel den linken Fuß gut und flex den rechten Fuß. Entspann die Schultern nach unten, streck den Rücken. Mit der nächsten Einatmung heb den linken Arm, ohne dich zu drehen. Atme aus und bring die linke Hand nach hinten nah ans Gesäß. Einatmen, streck die Wirbelsäule, ausatmen, dreh dich nach links auf, blick über die linke Schulter zurück. Lass die Schultern aber sinken, jetzt ganz aufrecht. Spür deinen Atem tief und gleichmäßig. Und lasse jetzt und ganz bewusst alle Belastungen los. Mit der nächsten Einatmung hebst du den linken Arm. Mit der Ausatmung dreh dich nach vorne und noch ein Stück weiter nach rechts, Gegendrehung und wieder zur Mitte. Dann stellst du beide Füße auf, kannst die Knie nach außen sinken lassen und lässt dich zwischen die Beine nach vorne gleiten. Entspanne. Und lasse all deine Belastungen los. Dann roll dich langsam wieder auf, Wirbel für Wirbel. Dich auf. Bring die Knie wieder zueinander und komm auf deinem Rücken zum Liegen. Lass die Füße aufgestellt. Spür erstmal, wie du liegst und stell dich auf eine Fischvariante ein. Du kannst jetzt die Beine strecken und die Füße flexen. Die Arme ganz eng an den Körper und dann hebe dein Brustbein und zieh die Schulterblätter zueinander. Handflächen zeigen zu den Oberschenkeln und du ziehst einfach nur die Schulterblätter ganz eng aneinander, hebst dein Herz nach oben, atmest tief ein und aus. Wenn du mehr magst, schiebst du die Hände und Arme unter den Körper und ziehst so eng wie möglich die Schulterblätter zueinander. Atme ganz tief in dein Herz, in deinen Brustraum hinein. Aber auch wieder aus. Und dann lasse einfach alles los. Nimm die Arme links und rechts zur Seite, entspanne, spüre nach. Und dann stell dich auf den gestützten Schulterstand ein. Bring dafür deine Füße erstmal auf die Matte. Heb dann dein Becken etwas hoch, zieh dein
Kissen unter dein Becken. Und wenn du gut liegst auf deinem Kissen, dann bring die Beine zum Körper und streck sie nach oben aus. Entspann dich in den gestützten Schulterstand hinein. Lass auch hier entspannt los. Ganz bewusst und entspannt loslassen. Alle Belastungen lässt du los. Bleib noch im Schulterstand. Verweile noch und atme. Der nächsten Ausatmung bring deine Knie zum Körper. Und stell dann die Füße ab. Zieh dein Kissen zur Seite. Und komm in Shavasana-Position. Wenn du magst, bleibst du gleich so. Oder wenn du noch was brauchst, vielleicht Socken. Oder eine Jacke oder eine Decke, dann nimm es dir und stell dich ein auf Shavasana. Die Tiefenentspannung. Du liegst auf dem Rücken. Deine Beine hüftbreit geöffnet. Die Füße sinken locker nach außen. Deine Arme vom Körper etwas entfernt. Handflächen zeigen nach oben. Schultern entspannen in die Matte hinein. Dein Kopf liegt in der Mitte. Bevor du jetzt ganz entspannst, darfst du mit mir gemeinsam nochmal deinen Körper ganz anspannen. Du spannst die Beine an, flexst die Füße, spannst die Arme an, machst Fäuste, du schiebst deine Fersen und die Schultern fest in die Matte und mit der Einatmung spannst du auch dein Gesäß und den Rücken an und hebst dein Becken 1-2 cm vom Boden ab. Du spürst die Anspannung und mit der nächsten Ausatmung lässt du dich wieder nach unten sinken und lässt, wenn du am Boden angekommen bist, alles entspannt los. Schieb dann dein Becken ein Stück nach vorne weg und lass wieder locker. Öffne die Hände wieder. Und dann zieh die Schultern mal hoch zu den Ohren, spür die Anspannung. Und zieh die Schultern weg von den Ohren, spür die Anspannung.
Und lass die Schultern entspannt in die Matte sinken. Zieh deine ganze Gesichtsmuskulatur zur Nasenspitze und spür die Anspannung im Gesicht. Dann lass wieder los. Mach ein ganz langes Gesicht, öffne die Augen und den Mund weit. Blick zu den Augenbrauen und Zunge weit raus. Spür die Anspannung und mit einem langen Ah, lass los, schließ die Augen, schließ die Lippen sanft, dreh den Kopf nach rechts, zur Mitte, nach links, zur Mitte. Und jetzt spür dich mit mir gemeinsam in deinen Körper hinein. Du spürst die Füße und die Beine und entspannst Füße und Beine. Du spürst dein Becken, Gesäß und die Hüften und entspannst Becken, Gesäß und Hüften. Du spürst deinen ganzen Rücken und entspannst deinen ganzen Rücken. Du spürst deinen Bauch und deinen Brustkorb und du entspannst Bauch und Brustkorb. Du spürst deine Hände und Arme und entspannst Hände und Arme. Du spürst deine Schultern und deinen Nacken und entspannst Schultern und Nacken. Du spürst deinen Kopf und dein Gesicht und du entspannst Kopf und Gesicht. Du spürst deinen ganzen Körper von den Zehenspitzen bis zum Scheitel und entspannst deinen ganzen Körper und auch deinen Geist. Du überlässt dich der Erde und erhältst neue Kraft durch Entspannung. Du überlässt dich der Erde und erhältst neue Kraft durch Entspannung. Du überlässt dich der Erde und erhältst neue Kraft durch Entspannung.
Beginne wieder tiefer zu atmen, tief in den Bauch und in den Brustkorb einatmen. Genauso tief auch wieder ausatmen. Spür dich in deinen Körper hinein, spür deine Zehen, deine Füße, deine Hände, Finger, Arme, Beine. Beginn dich zu strecken, räkeln, dehnen. Und wenn du soweit bist, stellst du die Füße auf. Spürst die Erdung mit den Fußsohlen und ziehst dann die Knie zu dir ran. Kannst dich auf die rechte Seite rollen und hier nochmal einkuscheln. Und wenn du soweit bist, kommst du zum Sitzen nach oben. Und wenn du sitzt, schließt du die Augen nochmal. Spür im Sitzen nochmal in dich hinein. Beobachte den Atem, wie er kommt und geht. Und sage dir noch einmal im Geiste: Ich lasse jetzt und ganz bewusst alle meine Belastungen los. Dann stell dich auf dreimal Om ein und Lokasamastha, Sukhino Bhavantu, mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Dafür atme aus und wieder ein. Lokasamastha Sukhino Bhavantu. Lokasamastha Sukhino Bhavantu. Lokasamastha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. Vielen Dank für diese Stunde heute mit dir. Und vielleicht wirkt der Neumond noch ein bisschen auf dich. Ja.